Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, wieder eine brandneue Folge von StarCraft 2. Müsste die fünfte Mission sein. Wir haben es heute den 28.09. 17.22 Uhr. Ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und fangen an. Wings of Liberty. Das war die letzte Mission, die Evakuierung. Die haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ja, fahren wir fort. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Geil. Ich glaube, ich gehe mal frische Luft schnappen. Moment. Ach ja, die Nachrichten. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Raynor verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Na gut, ich würde sagen, wir starten die Mission. Das müssen wir jetzt aber auf der Brücke machen. Genau. Ach, wir haben eine neue Mission dazu bekommen. Ich glaube, das hatten wir hier, glaube ich, schon. Jim, Flüchtlinge aus dem ganzen Sektor benutzen Meinhof als Sammelpunkt. Doch durch die vielen Leute an einem Ort breitet sich eine bisher unbekannte Epidemie in den Lagern aus. Bitte, meine Leute benötigen Hilfe. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Nee, haben wir noch nicht gehabt. Das ist alles neu. Einmal Epidemie. Die Jungs von Möbius meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monlith gibt. Angeblich wird es von Protoss bewacht, von Fanatikern, die sich Tal'Darim nennen. Jetzt werd aber nicht sentimental, weil du meinst, dass diese Tal'Darim deine alten Protoss-Kumpels sind. Das sind sie nämlich nicht. Und die ist nur auch neu dazu gekommen. Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen.
Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Kommandoeinheit kann Klippen hinauf und herunter springen. Ich glaube, die stehen hier. Entweder kriegen wir die für die ganze, also für alle Missionen oder nur jetzt eben für diese Mission. Wir werden die Meinhof hier machen. Das machen wir. Epidemie. Untersuchen Sie die Verseuchung auf Meinhof. Womit haben wir es denn hier zu tun, Doc? Die Instrumente zeigen eine Art biologische Verseuchung, die sich in den Flüchtlingslagern breitmacht. Selbst die Gebäude sind davon überzogen. Sowas habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist ein Zerg-Virus. Dem können wir nur mit Feuer beikommen. Jedes dieser verseuchten Gebäude muss zerstört werden. Aber wo sind die ganzen Menschen? Oh nein! Diese Dinge sind infizierte Flüchtlinge? Das ist ein Albtraum. Allerdings, das gefällt mir überhaupt nicht. Sie scheinen sich tagsüber unter der Erde zu verstecken und nur nachts herauszukommen. Der Virus muss sie gegen die hohe UV-Strahlung von Meinhofs Sonne anfällig machen. Dann brennen wir tagsüber die verseuchten Gebäude nieder und beschützen nachts unsere Basis. Keine Sorge, Doc. Wir werden diese Seuche eindämmen. So, los geht's. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was wichtig ist? Beseitigen Sie die Verseuchung. 144 verbleibende Gebäude. Aha. Auf geht's, Jungs. Wir können nicht riskieren, dass die Verseuchung auf dieses Lager übergreift. Errichtet einen Verteidigungsring. Du entwickelst doch wohl keine Schwäche für Frau Doktor, oder Jimmy? Sonst verstehe ich nicht, warum wir für diese Bauern noch den Kopf hinhalten. VBF einsatzbereit. Ach, hier können eigentlich nur drei rein, deswegen bleibt einer draußen immer stehen. Ja, dann brauchen wir... Licht an! Nur zu! BBF bereit! Komm her jetzt hier! Ja, Heigen erschreckt! So. Bauen wir gleich noch eine Raffinerie. Ich glaube, da brauchen wir auch zwei. Ach, hier haben wir die Feuerfresser, ja. Die sind wichtig. BBF einsatzbereit! Was haben wir denn hier noch? Söldnerquartier. Ach, das ist das Söldnerquartier, das erste, was wir jetzt haben. Da können wir die einsetzen. Sonnenuntergang in 30 Sekunden. BBF bereit. Ach so. Der Sonnenuntergang, dann greifen die wohl uns an hier. Da müssen wir jetzt schon ein bisschen aufpassen. Mal gucken, wo die kommen. Was ist das hier? Ein Sensorturm. Ja, wie gesagt, also ich bin blutiger Anfänger. Ich habe das früher mal vor 6 Jahren gespielt. Zu Release, aber auch nicht lange. Also die Mission kenne ich jetzt hier schon nicht mehr. Ich habe das nicht lange gespielt. Button! Wow, Heigen erschreckt! Schlechte Neuigkeiten? Wir müssen bis Sonnenaufgang durchhalten. Macht euch auf was gefasst. Das wird kein Spaß. Zwei Einheiten gleichzeitig, das ist gut. Zusätzliche... Ja, und bei dem machen wir zwei, also hier einen Reaktor und hier nehmen wir ein Tech-Labor. Ist das hier ein Bunker? Nee.
Wir sollten jetzt aber auch noch was bauen hier. Mal sehen, die kommen ja schon, ne? Ja, werden wir mal abwarten. Ja, das kennen wir. Ja, die Erweiterung dauert länger, obwohl wir sie vorher gebaut haben. Oh, da kommen viele. Brauchen wir schon Depots, ja. Bauen wir hier noch einen Bunker hin. Ach, das ist hier der hier, der Sensorturm, da können wir weiter gucken. Ich habe Konstruktionspläne, um die Helions zu bauen, die du auf Marsara gesehen hast. Die sollten euch da unten ordentlich weiterhelfen. Wo ist die Action? Ach, die sind hier neu dazugekommen. Ich mach die Nacht zum Tag. Ich warte. Ich verbrenne mir hier die Finger. Warten! Hier ist der Boss. So, die Nacht ist in 33 Sekunden rum. Die Sonne geht auf. Nur noch ein bisschen durchhalten. Ladies, Morgenstund hat Blei im Mund. Machen wir sie. Blei im Mund, ja. Abmarschbereit. Verstanden. Mal gucken, wo sie sitzen. Ich kümmere mich drum. Warum nicht?
Wahnsinn! Gitter! Ist das eine Art Nest? Das solltest du besser zerstören. Das ist noch mehr davon, ja. Instrumente zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Okay. Ich kümmere mich drum. Immer mit der Ruhe. Verstanden. Worauf soll ich ballern, Sir? Los, los, los! Dieser Sektor ist sauber. Gute Arbeit, Jungs. Weiter zum nächsten. Roger! Hier könnte noch was sein. Ah, hier ist auch noch was, ja. Durchgeladen und entsichert. Jawohl! Menge. Immer noch 111 Stück. Erstmal angegriffen. Ich.
gemacht. Ich sah. Aber sicher. Jetzt werden wir aber erstmal ein paar Soldaten bauen, weil gleich fängt die Nacht ja an. Dass wir hier die Basis schützen. Und was mit denen hier unten passiert, das wird man sehen. Aber die können wir auch opfern. Aufstellen. Sie werden bald wiederkommen. Gute Arbeit, Jungs. Dieser Bereich ist gesichert. Teufel auch, Jimmy. Das gefällt mir gar nicht. Was war dieses Ding? War das menschlich? Unsere Scanner empfangen eine unbekannte Zeit zu verfügen. Es scheint sich um eine eingegrabene Kreatur zu handeln, die tagsüber unter der Erde bleibt und sich nur nachts ausbreitet. Holy den Stark. Sir, wenn Sie eine dieser Kreaturen zur Strecke bringen, kann Statman sie untersuchen und daraus vielleicht sogar einige Erkenntnisse ziehen. Wenn wir das dahin noch schaffen, aber die werden wohl nicht überleben. Abmarschbereit! Hier ist sie. Genau hier. Schickt lieber ein paar Leichen weg. Machen wir in die Hölle Eis! So. Kommt noch was? Ach, wir haben jetzt hier noch eine Fabrik. Wunderbar. Machen wir in die Hölle Eis. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Viel zu nah ran. Ich mach die Nacht zum Tag. Wir können hier beim Bunker bleiben. Ich denke in Schwierigkeiten. So. Also Vespingas brauchen wir erstmal gar nicht mehr, da gehen wir jetzt nur noch auf Mineralien. Ich stecke in Schwierigkeiten. Der Doktor ist da. Hier ist ziemlich harmlos. Ja, eigentlich hier auch, aber... Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen!
Basis wird angegriffen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Benötige weitere Depots. Ja, Depots brauchen wir auch. Nehmen wir erstmal Depots. Worauf soll ich ballern, Sir? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Durchgebrochen. Wir brauchen da unten Truppen, aber schnell! Im Süden? Das erinnert mich irgendwie an einen Film, den ich mal gesehen habe. Aha. Oh! Tagesanbruch in 30 Sekunden. Eieieiei. Basis wird angegriffen. Eieieiei. Es wird schwieriger. Oh, das sind die besseren hier, die Söldner. Oh, die sind gut, ja. Vergiss nicht, dass du bei Sonnenuntergang zurück sein musst. Also jetzt müssen wir uns aber ein bisschen... Jetzt können wir die anderen auch nicht mehr holen, also das Bonusziel nicht. Konkret. Oh yeah! Unbedingt! Bereit machen, Jungs! Ich kümmere mich drum. Sicher. Geht auf. Ach, da tauchen immer wieder neue auf. Ja, dann müssen wir nachher auch nicht die Nadel im Heuhaufen suchen. Gut. Aber wir werden jetzt erstmal mehr Versorgungsdepots bauen. Ach, kommt der ja gar nicht mehr raus, wa? Ja, das ist ein bisschen blöd, aber kann man nichts machen. Weil ich glaube, das wird gleich noch schwieriger. Wir sind ja schon in eine Basis angegriffen worden. Ja, wir haben die zu nah hier dran gebaut. Man sollte denn wohl, das wusste ich jetzt vorher nicht, ein bisschen weiter so setzen. Dann passiert das nicht. Schlechte Neuigkeiten? So, du brauchst jetzt auch gleich noch eins, weil da wollen wir keinen Mangel haben. Sind wir bereit? Bereit machen, Jungs! Jetzt geht's rund! Aber hier sind doch nicht mehr so viele. Hier waren wir überall schon, hier waren wir noch nicht. Abmarsch bereit! Am besten sind eigentlich die Fahrzeuge, weil die schneller sind. Dann hat man da schneller die Mission schneller hinter sich, ne? Sicher. Aber die Map ist auch gar nicht so groß. Dann nehmen wir jetzt mal Fahrzeuge. Los! Obwohl, nee. Am nächsten Mal. Das ist jetzt schon wieder zu spät. Zu spät von der Zeit. Geht doch. Kann's kaum noch erwarten. Immer mit der Ruhe. Kaum noch erwarten. Hier komm ich.
Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier wirklich nicht StarCraft 2 Profi. Ich bin da eigentlich in Strategiespielen blutiger Anfänger. Aber das macht ja nichts. Es gibt genauso viele, die so spielen wie ich. Und es gibt bessere, es gibt schlechtere. Ich darf für wenig ein Autorennspielen mit Lenkrad ist ziemlich gut. Das ist eigentlich meine Spezialität. Richtiger Stratege bin ich an der Physik nicht. Obwohl ich die Spiele natürlich sehr gerne spiele, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Es macht ja auch so Spaß. Jeder ist einem Spiel besser, dem anderen nicht so gut. Das ist ja normal. Boah, fette Explosion. Das sind die Söldner hier, glaube ich. Rein Korb, aber ja. Müsste so sein. Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Mhm. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. Oh, der hat einen langen Arm, ey. Zack. Aber meine wahre Schwäche, dass ich wirklich nicht gut bin, jetzt würde man erst im Multiplayer merken. Da werde ich gar keine Chance haben. Da muss man wirklich, für StarCraft 2 braucht man wirklich viel Training. Wir wollten aber noch ein Ende mehr. Na, wir nehmen nur Feuerfresser. Hier hin. Da können wir auch andersrum machen. Hier können wir keine Feuerfresser bauen. Dann nehmen wir noch ein paar Fahrzeuge. Ja. Wunderbar. Und die können jetzt hier noch rein. Wer weiß, wie groß der Ansturm wird. Deswegen werden wir, weil hier brechen sie auch durch. Ja, sonst verlieren wir die hier noch. Noch einen Bunker hinbauen, am besten gleich zwei. Zwei Bunker werden wir noch bauen. Und die noch besetzen. Dass die Mission hier nicht scheitert. Ich weiß gar nicht, wo die 45 noch sein sollen. Die haben ja schon fast die ganze Karte abgegrast. Ach, hier sind wieder welche. Kommen wir hier jetzt auch hin? Ja. So, hier noch ein Bunker hin. Kommt noch was? Durchgeladen und entsichert. Bereit machen, Jungs. Machen wir in die Hölle. Naja, kommen wir jetzt nicht hin, dann nehmen wir hier. Ach, der hier wieder. So, wir werden jetzt, wenn die Nacht anfängt, mal hier oben hochgehen. Da war nämlich, töten sie die Verseucher. Einer war da und einer war hier unten, den nehmen wir bei der nächsten Nacht. Wenn wir es da oben noch hinschaffen. Aber ich glaube schon. Ach, hier sind noch Fahrzeuge. Da
draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlungern. So, das schaffen wir. Das ist der Zeltverseucher, ne? Der haut ab. Naja. Komm schon. So, den nächsten versuchen wir auch gleich noch zu holen. Na, hier gehen verschiedene Wege. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. So, aber wir müssen jetzt auch hier aufpassen. Worauf soll ich ballern, Sir? Feigen erschreckt. Von mir aus. Ja, da kommen sie nämlich schon. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Dann brauchen die Bauern gleich noch einen Bunker. Da sind sie nämlich stärker drin, die Einheiten. Oha. Da ist der Verseucher. Naja, das ist der Bunker. Jawohl, das haben wir geschafft. Mehr wollten wir nicht. So. Leisten können, dann nehmen wir noch mal die Devil's Dogs. Wo kommen die eigentlich raus? Ach, da kommen sie. Die können wir nämlich richtig gut gebrauchen. Die sehen auch ein bisschen anders aus als die normalen Feuerfresser. Grillwürstchen, ja. Die können wir hier oben. Oder, einen Moment. Ja, noch sieht es ruhig aus, aber das kann sich schnell ändern. Ja, hier sind wir, glaube ich, abgesichert. Durchgeladen und entsichert. Los, los, los! Ich verbrenne mir hier die Finger. Ach, der repariert, glaube ich, automatisch hier, der WWF. Ja, die Basis sollte gesichert sein. Aber wir sollten auch noch Sanitäter bauen. Hier haben wir weniger Einheiten. Basis wird angegriffen. Bereit machen, Jungs! Ich glaube, es kommen weniger, weil wir haben ja auch schon so viele von den Gebäuden platt gemacht und deswegen kommen wohl weniger zum Schluss. Das ist eigentlich auch logisch. Könnte man eigentlich schon im Dunkeln los und die Gebäude platt machen. Könnte man mal ausprobieren mit den Fahrzeugen. Wir haben ja genug schnelle Fahrzeuge. Aber ich glaube, da kann man die nicht platt machen, oder? Echt, oder? Stocherst gerne in Wespen. Doch, kann man. Ja. Na komm. Oh, Alter. Da haben wir aber viel verloren. Ja, also nachts sollte man das lieber nicht machen. Der Doktor ist da. Tagesanbruch in 30 Sekunden. Kommt noch was? Wird gemacht. Basis wird angegriffen. Das ist ja eine wahre Epidemie. Der Doktor ist da. Werden die schnell
Hotel gebaut? Nee, eher nicht. Also schade, dass wir Na, das wusste ich jetzt nicht. Oh ja, jetzt sind wir dran. Ja. Wen soll ich einreizen? Losgeladen und entsichert! Bauen die aber trotzdem. Abmarsch bereit! Freue mich schon drauf! Selbstverständlich! Aber sicher! Machen wir in die Hölle heiß! Kann's kaum noch erwarten! Ach, hier kann man die ja trotzdem noch sehen, obwohl... Na, das ist gut. Sicher! Kollegen, das passt ja gut. Durchgeladen und entsichert. Jawohl. Ja, das ist jetzt ein bisschen langwierig zum Schluss, die letzten Gebäude noch zu finden. Aber sicher. Es sieht so aus, als sei der Sektor sauber, Jim. Wir sollten uns zum nächsten aufmachen. So viele Sektoren gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Hier oben eigentlich noch, ne? Hier ist auf jeden Fall noch viel sein. Das müsste man jetzt hier eigentlich auch sehen. Lassen wir die erstmal da hochgehen und suchen wir noch ein bisschen. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Hier ist wieder eins dazugekommen. Hier kommt man gar nicht mehr hin, also hier könnte nichts mehr sein. Hier auch nicht. Ja, hier oben ist noch viel. Ja. Das müssten eigentlich die letzten sein, aber das schaffen wir, glaube ich, in 4 Minuten nicht mehr. Müssen wir mal sehen. Immer viele Feuerfresser. Die sind effektiver als die normalen Einheiten. Aber sicher. Hey. Freu mich schon drauf. Roger. Sicher. Mit
Animalien. Ja, ich glaube, das sind hier oben die letzten. Hier unten sind auch noch ein paar, aber... Stück noch. Könnten wir noch schaffen. In Ordnung. Los, los, los. Fast geschafft. Es sind nur noch eine Handvoll verseuchte Biosignaturen übrig. Ich markiere ihren Standort auf der Karte. Ja, da unten sind noch welche, okay. Sind hier! Wahnsinn! Ja, da unten werden wir es jetzt nicht mehr hinschaffen. Aber... wir haben noch Fahrzeuge. Feuer und Flamme! Die könnten das noch bis dahin schaffen. So. Kommt noch was? Ist hier noch was? Nee, das war's hier, ne? In Ordnung! Gut, dann schicken wir die wieder in die Basis zum Schutz. Positiv. Ja, das könnten wir schaffen. Die sind sehr schnell. Sind wir bereit? Gib Gas! Eine Minute haben wir noch Zeit. Legen wir los! Das schaffen wir. Ah, die haben aber nicht so viel Schlagkraft wie die Feuerfresser. Das dauert eine länger. Ist das alles? Na komm. Gib Gummi! Gib Gummi, genau, ja. 40 Sekunden noch. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ah, gegen Gebäude sind sie stark. Das schaffen wir noch. Eins ist da noch. Wo? Unbedingt. Ah, hier hinten. Na komm. Na komm. Komm. Jawohl. Diese widerlichen Biester können jede Minute wieder rauskommen. Wir sollten uns besser die Basis zurückziehen. Jawohl. Du hast es geschafft, Jim. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, an dem meine Leute sicher sind. Ganz so leicht wird das nicht, meine Liebe. In dem Sektor wimmelt es nur so von Zerg. Irgendwo muss es einen Ort geben, den die Außerirdischen noch nicht kontaminiert haben. Ein unentdecktes Paradies, das nur auf uns wartet. Nice. Ja, war zum Schluss ein bisschen langwierig, aber ja, cool. Das war die Mission Epidemie, meine lieben Freunde. Ja, war eine lange Mission, hat lange gedauert, 41 Minuten und 7 Sekunden. Ja, fortfahren. Kriegen wir noch ein Video? Ja, ich glaube diesmal nicht. Wir hatten ja auch schon eins bekommen gerade. Doch. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Meinhof befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen und längst nicht alle werden es schaffen. Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen.
Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Raider... Vielen Dank, Kate. Live von einem Flüchtlingsschiff über Meinhof, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Du bist ein echter Menschenfreund, Donnie. Flüchtlinge, ja, das ist ja ein brandaktuelles Thema. Neues Forschungsprojekt, Falkenturm. Neues Forschungsprojekt, befestigter Bunker. Forschung freigeschaltet. Aha. Interessant. Dann gehen wir doch nochmal rein. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman. So. Gucken wir mal rein. Na, ja, bei den Zerg haben wir jetzt natürlich schon... Ja. Ach, wählen. Sie ein Forschungsprojekt. Falkenturm, muss man sich wohl entscheiden. Oder man kann nachher beide nehmen. Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben jetzt ja die Mission gemacht, die Zerg-Fortschritt freischalten. Aber ich glaube auch nur, wenn man das Bonusziel erreicht. Da ist das nämlich, hat man ja vorhin gesehen. So, bestückt alle Bunker mit einem automatisierten Geschütz. Bunker erhalten plus 150 Trefferpunkte. Ja, Angriff oder Verteidigung, ne? Angriff ist eigentlich die beste Verteidigung, sagt man ja. Dann nehmen wir das erstmal. Da ist noch ein Geschütz drin. Ja. Ach, obendrauf, ja. Wir haben ein automatisiertes Geschütz entwickelt, das nun zur Grundausstattung aller Bunker gehört. Dieses Geschütz, das auf unserer Erforschung der Sporentrappler beruht, verleiht bemannten Bunkern zusätzliche Feuerkraft und macht es unbemannten Bunkern möglich, zur Verteidigung der Basis beizutragen. Ja, das ist natürlich auch interessant. Das werden wir erforschen. Verhindert das befestigt der Bunker, ja. Ja, das ist richtig. Wir machen erstmal nein. Einen Moment. Dieses verbesserte Bunkerdesign, inspiriert vom Exoskelett der Ultralisten, fügt dem Dach des Bunkers einen gehärteten Panzer zu. Dieser Panzer erhöht den Schaden, den der Bunker absorbieren kann. Na, ich glaube wirklich, auf Dauer ist besser 150 Trefferpunkte. Weil... Nee, also die Verteidigung ist besser. Auf Dauer auf jeden Fall. So. Das nehmen wir. Bonusziele, da stand da auch gerade, ja. So, gehen wir wieder auf die Brücke. Na, aha. Ariel? Schon einen passenden Planeten für deine Leute gefunden? Ja, ein unbewohnter Planet namens Haven. Er befindet sich am äußeren Rand des Protoss-Raums. Er scheint aber soweit sicher zu sein. Das wird auch sein. Meine Leute sollten sich besser eine Weile still verhalten. Sind sie beide nicht beunruhigt, dass die Kolonisten verseucht sein könnten? Wie können sie das auch nur in Betracht ziehen? Sie sind alle kerngesund. Das hoffe ich, Ariel. Mit den Protoss ist nicht zu spaßen, was Verseuchungen angeht. Du solltest auf jeden Fall damit anfangen, an einem Heilmittel gegen den Zerg-Virus zu arbeiten. Aus schulmedizinischer Sicht würde ich sagen, es ist unmöglich, ein Heilmittel zu finden.
Das Virus mutiert zu schnell. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Sieh einfach, was du tun kannst. Mehr verlangt keiner. Ja, alles klar, meine lieben Freunde. Das war die 5. Mission von StarCraft 2, Wings of Liberty. Ja, ich werde mir heute auf jeden Fall noch, ich kann mich noch nicht entscheiden, ich werde mir auf jeden Fall alles noch holen. Ich werde mir entweder StarCraft 1 Remastered holen. Das gibt es heute für ein Angebot für 10 Euro und nicht für 15 Euro. Ich glaube, das werde ich mir holen. Da sind auch 50 oder 60 Kampagnenmissionen drin. Unglaublich. Und dann natürlich noch, da kommt, ja, das habe ich früher auf LAN-Partys gespielt, bei meinem Cousin, Warcraft 3. Da kostet ein Titel 10 Euro. Die werde ich mir nächsten Monat beide holen. Ja, könnt ihr euch drauf freuen. Also ich freue mich tierisch drauf, weil ich habe StarCraft 3, wie gesagt, früher auf LAN-Party gespielt mit meinem Cousin und seine Freunde. Wie alt war ich da? Oh Mann. Ich weiß es nicht mehr. 12, 13, ich habe mit 10 meinen ersten PC schon gehabt. Also, nee, aber wir hatten da, glaube ich, Alkohol getrunken. Da war ich schon ein bisschen älter. So um die 14, 15. Ich bin jetzt ja für neue Abonnenten, also ältere Abonnenten wissen, glaube ich, schon, wie alt ich bin. Ich bin 37 und ich habe jetzt am 2. Oktober Geburtstag, werde ich 38. Ja, also eher ein Oldschool-Gamer. Ja, gut, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da werden nachher noch Missionen kommen, die um einiges schwieriger sind. Auch, ich glaube, auf moderat. Na, werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall weiter zocken, das Spiel. Und ja. Ja, alles klar, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Euer Robin Hood. Bye, bye.